Heute auf der Wanderung hier auf dem Jakobsweg von Angelbachtal über Mühlhausen nach Malsch mit fast 100 Teilnehmern bei herrlichem Wetter. Wir freuen uns, dass der Jakobsweg durch unsere Region, durch unseren Wahlkreis führt. Der Jakobsweg als eine der großen Pilgerstraßen Europas. Bei uns das Stück von Rothenburg nach Speyer und verbringen hier heute einen wunderschönen Samstagvormittag mit exzellenten Gesprächen. Und jetzt hat der Experte des Jakobswegs das Wort. Ja. Liebe Pilger, liebe Wanderer, darf ich auch ganz herzlich willkommen heißen im Namen der Jakobus-Initiative Mühlhausen. Vielleicht etwas kurz erklärt zu diesem Jakobsweg von Rothenburg ob der Tauber nach Speyer. Jakobsweg, sagt da jeder, ja, das liegt ja in Spanien. Stimmt. Aber auch bei uns in Deutschland, in Schweiz, in Frankreich, überall gibt es wunderschöne Jakobswege. Man muss sich das vorstellen wie ein riesiges Wassernetz. Bächlein, Bächlein, Flüsse, Ströme und dann der letzte Strom in Spanien, der Original-Jakobsweg Richtung Santiago de Compostela. Und in diesem ganzen Flussgeflecht hat zwischen Rothenburg ob der Tauber und Speyer noch ein Stück gefehlt. Und das Stückchen sind wir heute teilweise gegangen und wir haben uns historisch informiert und haben geschaut. Und da gab es diese uralte, mittelalterliche hohe Straße. Und diese hohe Straße war eine Militärstraße, war eine Straße für Händler und war eine Straße für Pilger. Alle zusammen sind marschiert von Rothenburg ob der Tauber nach Speyer. Über Bad Wimpfen, über zum Teil über Mosbach, über Sinsheim, durch Sinsheim ging die hohe Straße, dann rüber nach Speyer. An dieser hohen Straße haben wir uns orientiert, um diesen Weg hier zu kreieren. Das ist in der Tat so, dass der Pilgerweg angenommen wird. Wir merken dies auch dann im Rathaus, wenn man nachgefragt wird nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten oder andere Dinge, wo halt über die Gemeinde dann interessant zu erfahren sind, dass die Menschen dann dort nachfragen, wie es da weitergeht zur Region, Urlaubsregion und alle diese Dinge, die dann da eine Rolle spielen. Als Pfarrer und Leiter der Seelsorgeeinheit Mühlhausen mit den Gemeinden Mühlhausen, Rettichheim und Malsch und als Initiator des Jakobswegs Rothenburg, Speyer möchte ich Sie als Pilger auf dem Jakobsweg hier an der Waldkapelle am Rand von Mühlhausen ganz herzlich willkommen heißen. Die Waldkapelle ist ein spiritueller Ort am Jakobsweg. Sie wurde 1970 von Gläubigen aus Mühlhausen, also aus Privatinitiative, hier am Waldrand damals noch errichtet. Bis heute wird sie von Frau Becker und ihrer Familie ehrenamtlich betreut. Und von Anfang an beteiligt sich auch die Gemeinde Mühlhausen mit ihrem Bauhof immer wieder an der Pflege des Geländes. Die Kapelle lädt ein, innezuhalten, die Natur, Gottes Schöpfung wahrzunehmen und so auch zu sich selbst zu kommen. Segne und begleite uns auf unserer Pilgerschaft heute und alle Tage unseres Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ha 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 ha
direkt hergekommen. Ich habe vorhin gesagt, der Herr Groller sei am weitesten gekommen aus Berlin. Das ist natürlich falsch. Der Herr Rudu, der Bruder des Pfarrers, der Theologieprofessor in Indien ist, der ist am weitesten hergekommen. Insofern Ihnen allen vielen herzlichen Dank. Machen Sie noch einen schönen Nachmittag und alles Gute. Okay.